Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es tut mir leid, aber die Waschmaschine läuft im Hintergrund. Und zwar wollte ich euch in diesem Vlog so einen kleinen Einblick geben, wie unser Alltag jetzt aktuell ist in der derzeitigen Situation. Was wir so machen, wie unser Tag so strukturiert ist. Und ich versuche morgens relativ zeitig aufzustehen, nicht so lange lazy in meinem Bett liegen zu bleiben, weil das einfach die Zeit ist, wo ich am meisten mit schaffen kann, was Arbeitsdinge anbelangt. Also da die ersten anderthalb, zwei Stunden mache ich da meistens so Arbeitssachen, die anstehen. Und dann, an diesem Punkt sind wir jetzt, mache ich Frühstück. Und dann gibt es erstmal Frühstück. Und ihr habt Glück, ich habe mega gute Laune und das passiert in letzter Zeit tatsächlich leider sehr selten. Aber ich habe aktuell noch sehr gute Laune. Die Sonne scheint und mir geht's heute mal richtig, richtig gut. Ich glaube, so gut ging es mir seit zwei Wochen nicht. Und deswegen habe ich auch zur Kamera gegriffen. Den Vlog hatte ich schon länger geplant, aber heute passt es ganz gut. Ich hatte die anderen Tage einfach überhaupt keine Lust dazu. Ich werde versuchen, nochmal die Tage so ein Real Talk Video zu drehen, wie die ersten drei Quarantänewochen so für mich waren. Deswegen werde ich da heute nicht so genau drauf eingehen, sondern euch wirklich so ein bisschen zeigen, wie wir gerade jetzt leben. Ich mache uns jetzt was zu essen. Das ist zum Beispiel auch was Besonderes. Ne? Normalerweise frühstücken wir ja nur am Wochenende zusammen, weil die Kinder im Kindergarten essen. Also diese Essenssache, ne? Also ich bin ja, ich koche an sich sehr, sehr gern, aber nur wenn ich Ruhe habe. Und wenn ich das kochen kann, auf was ich Bock habe. Meine Kinder essen so gefühlt nur zwei Gerichte und den Rest finden sie nicht so toll. Das ist immer ein bisschen nicht so schön, aber müssen wir jetzt einfach durch. Und auch die Kinder müssen da jetzt einfach durch. Also ich koche hier nicht irgendwie zwei Sachen oder so. Also ich bin ja nicht ganz Panne. Ja, Frühstück funktioniert aber zum Glück. So, nach dem Frühstück mache ich immer ein bisschen Haushalt, so wie jetzt gerade. Na, da ist dann meistens die Maschine Wäsche fertig und dann hänge ich die auf. Und ich versuche, dass wir nicht im Chaos versinken. Also das Kinderzimmer, das sah noch nie so schlimm aus wie im Moment. Aber sonst versuche ich, dass alles ordentlich ist, weil ich das brauche. Also ich brauche eine aufgeräumte Wohnung. Ich brauche, dass es sauber ist, dass ich mich wohlfühle. Und deswegen muss ich einfach täglich auch putzen und aufräumen im Moment. Genau, und dann ist Kinderzeit und heute werden wir auf jeden Fall rausgehen, weil die Sonne scheint. Es ist kalt, aber die Sonne scheint. Aber die Tage davor und auch die Tage, die jetzt kommen werden, grau, eklig. Und deswegen werden wir jetzt rausgehen, Fahrrad fahren. Ansonsten basteln wir aktuell auch super, super viel. Wir haben noch nie so viel gebastelt. Die Leute werden überhäuft werden zu Ostern mit selbstgebastelten Geschenken und auch noch danach. Aber das ist schön und es macht Spaß und die Kinder genießen das halt auch total eigentlich, diese Zeit jetzt so zu Hause, alleine mit mir. Ja, genau, also wir werden jetzt rausgehen, ein bisschen die Sonne genießen, also das brauche ich sehr. Also ich merke, ich brauche es ganz, 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 ganz dringend, dass Frühling wird und dass fast jeden Tag die Sonne scheint. Im Moment sind noch die Sonnentage die Ausnahme. Mir wäre es lieber, Sonnentage wären regulär und Regentage wären die Ausnahme. Das brauche ich gerade ganz, ganz dringend. Rausgehen, Sonnenschein, Wärme. So, wir sind wieder zu Hause und der Thermomix läuft, weil es gibt ja Milchreis heute. Heute habe ich es mir einfach gemacht. Heute gibt es Milchreis. Da weiß ich wenigstens, dass die das auch essen. In der Sonne war es so, so, so schön warm. Und ich habe zum Glück immer noch gute Laune, von der die Kinder sofort profitieren konnten, denn Vincent hat Harry Potter für sich entdeckt durch ein Spiel auf dem Tablet und jetzt musste ich ihm schon ganz viel von Harry Potter erzählen, also Zaubersprüche und was Dementoren sind und was denn dieser Hirsch ist und. Und weil ich ja früher gecosplayt habe, hatte ich halt noch einen Zauberstab im Keller in meiner Cosplay-Kiste und den hat er heute bekommen dürfen. Und ich soll jetzt auch anfangen, Harry Potter vorzulesen. Ich habe ja die diese Schmuckausgaben, also die Illustrierten, die richtig gezeichneten. Ich glaube, das ist auch ganz schön für die Kinder, weil sie was zu gucken haben. Und ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Wann es gruselig wird und ich sagen muss, okay, hier müssen wir dann abbrechen. Aber der erste Teil geht ja erstmal für den Anfang und mal gucken, wie lange sie überhaupt durchhalten. Da hat er jetzt zweimal täglich Harry Potter vorgelesen zu bekommen, weil wir lesen ja immer mittags und dann abends nochmal. Genau, aber für uns gibt es jetzt erstmal gleich Essen. Die Kinder spielen gerade auf den Tablets.
Und ich habe gerade noch was gearbeitet, beziehungsweise bin auch noch dabei. Es ist halt, die konsumieren zu viele Medien gerade aktuell. Das ist mir definitiv bewusst. Aber ich hole mich dann immer wieder zurück und es ist nur meine Bewertung, dass ich gerade finde, dass es zu viel ist. Das heißt, ich bin diejenige, die sich damit Stress macht. Und da muss ich mich immer wieder zurückfahren. Es könnte noch viel, viel schlimmer sein. Es könnten noch viel, viel mehr Stunden sein, die sie davor hängen. Und manchmal geht es auch tatsächlich einfach nicht anders, weil ich ja nebenbei trotzdem arbeiten muss. So, das ist das Buch, von dem ich gerade erzählt habe. Und wir haben heute Mittag angefangen, darin zu lesen. Und es ist so, 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 so schön für mich. Wir haben auch relativ viel geschafft, immer wenn von Potter oder Harry Potter die Rede war, hat Vince so aufgelauscht. Also wir haben das gelesen und das und hier noch angefangen. Oh, das ist so schön, ne? Die Illustrationen sind so, so, die Seite gefällt mir richtig gut. Die sind so schön. Ist nicht jede Seite illustriert, aber doch schon sehr viele. Genau, dann gucken wir einfach mal, wie weit wir hier mitkommen. Was ich euch noch zeigen wollte, ist, wir hören ja jetzt hier zu Hause auch wirklich sehr viele Hörspiele, Hörbücher auf den unterschiedlichsten Medien. Aus dem einfachen Grund, weil die Kinder schlafen mittags nicht mehr, aber es gibt bei uns eine Mittagsruhe. Das heißt, ich lese vor und wir hören uns danach noch was an. Abends hören wir natürlich auch noch was und ich habe die Erfahrung gemacht, oh, ich habe gar nicht mein Licht an. Und ich habe die Erfahrung gemacht, so ist besser, dass wenn nebenbei ein Hörspiel läuft, die ausgiebiger spielen, basteln, malen, was auch immer wir da gerade machen. Und das hier ist ein neues, was wir haben. Deswegen wollte ich euch das gerne ein bisschen genauer zeigen. Das ist von CBJ Audio, Madison und Miranda, das Glückskatzengeheimnis. Und das ist so, so süß. Es ist so eine schöne Geschichte. Das macht mir als Erwachsenem schon Spaß, dem zuzuhören. Und hier könnt ihr noch mal lesen, um was es geht. Es ist wirklich einfach wunderschön, das so dahin plätschern zu hören. Die Geschichte halt von der Glückskatze von Madison und Miranda. Und die Kinder haben dann auch unglaublich Spaß. Die ist ein bisschen was länger. 1 Stunde 19 Minuten. Ich glaube, Svea hat sie noch nie zu Ende gehört. Aber Vincent dafür schon. Und der wird fast 7 und mag die Geschichte auch sehr gern. Also es ist jetzt nicht nur was für sehr kleine Kinder oder nur für Mädchen. Also die mögen die beidermaßen sehr gern. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Es ist schon schwierig genug, noch was zu finden, was die zusammen gern gucken wollen. Aber dass man zumindest Sachen findet, die sie zusammen sehr gerne hören. Also Madison und Miranda, das Glückskatzengeheimnis, kann ich sehr empfehlen. Mag auch die Stimme hier von Sigrid Burgholder sehr, 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 sehr gern. Passt sehr gut dazu. Und ist sowas Ruhiges, Lustiges, Schönes, wobei man wirklich sehr gut entspannen kann. Ich verlinke euch sowohl die CD als auch das Harry Potter Buch gerne unten in der Infobox. Und dann habe ich noch ein kleines persönliches Anliegen. Also wie vielen anderen Selbstständigen oder überhaupt auch Arbeitnehmern ist natürlich auch für mich gerade nicht einfach die Zeit. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, gibt es dafür mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ohne Geld in die Hand zu nehmen, unterstützt ihr mich halt wahnsinnig dabei, wenn ihr meine Videos und auch meine Beiträge bei Instagram, wenn ihr die liked, wenn ihr die kommentiert, wenn ihr Sachen von mir teilt, die ihr gut findet, wenn ihr meine Kanäle empfehlt, wenn ihr meine Meditationen empfehlt. Das hilft mir gerade wahnsinnig weiter, wenn ihr das tun möchtet, wenn ihr mich da unterstützen möchtet. Und wenn ihr tatsächlich Geld übrig habt und das in die Hand nehmen wollt, dann möchte ich euch nochmal ans Herz legen, meine Audiokurse. Da kostet ja jeder 19 Euro, mit denen ihr auch sehr gut jetzt in der Zeit was für euch tun könnt. Meine 2 Bücher, die es bei Amazon gibt, mein E-Book für Mamas, das Kinderbuch mit den Entspannungsgeschichten oder auch den neuen Online-Kurs, den wir jetzt herausgebracht haben. Also ich freue mich, ich wollte es einfach nochmal, es ist gar nicht so einfach, sowas, um sowas zu bitten, einfach nochmal in die Kamera sagen, dass ich mich über jegliche Form der Unterstützung, egal wie die aussieht, sehr, sehr freue und dankbar dafür bin. Und wie meistens am Nachmittag wird jetzt eine Runde gebastelt. Und was wir mit diesen vielen Papierstreifen machen, die ich gestern Abend vorbereitet habe, das seht ihr gleich.
Und als zweites haben wir heute Nachmittag Klatschbilder gemacht. Kennt ihr das noch von früher? Ich glaube, das habe ich ganz, ganz viel gemacht, wo du halt nur eine Seite bemalst und das dann zuklappst und dann solche Schmetterlinge zum Beispiel bei rauskommen. So, die Kinder schlafen jetzt. Ich habe schon eine Stunde noch am PC gearbeitet und muss jetzt immer noch einiges schaffen. Also das ist für mich tatsächlich so mit der schwerste Teil des Tages, mich abends tatsächlich noch zu motivieren und zu arbeiten, weil ich eigentlich müde bin und eigentlich nur schlafen möchte. Aber dass die Zeit ist, wo ich Ruhe habe und mal wirklich so ein, zwei Stunden hintereinander was schaffen kann. Das ist für mich tatsächlich am anstrengendsten und ich schaffe es auch nicht jeden Abend. Aber ich weiß ja irgendwo, dass ich es tun muss, dass da auch ein gewisser Druck dahinter ist. Und ja, man merkt, dass ich gerade nicht so gute Laune habe, weil ich gerade einfach nicht möchte. Ich möchte mich einfach nur vor den Fernseher setzen und irgendwas gucken. ja, aber ich muss jetzt auch ein bisschen was machen. Und danach beginnt eigentlich, wenn ich dann wirklich damit fertig bin mit Arbeiten, der für mich mit schönste Teil des Tages und auch wichtigste Teil. Weil ich glaube, wenn ich diese Sachen nicht machen würde, diese Routinen, würde ich hier komplett am Rad drehen. Und zwar mache ich dann immer eine Runde Tai Chi. Stretching mit Yoga-Anteilen habe ich gerade für mich entdeckt. Meistens klopfe ich auch noch eine Runde EFT und dann meditiere ich. Und dann bin ich meistens so entspannt, dass ich ins Bett gehe. Gerne noch mal ein bisschen was lese oder einen Film schaue, aber das passiert tatsächlich sehr, 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 sehr selten. Weil es schon sehr spät ist, ich mit Arbeiten fertig bin und ich noch gut halt so eine, ja, so 45 bis 60 Minuten dann für meine Routinen brauche. Und dann ist der Tag eigentlich gegessen. Und ja, machen wir uns nichts vor, es ist anstrengend gerade. Vor allen Dingen, wenn man nebenbei arbeiten muss, aber es ist jetzt so, wie es ist. Und ich finde, es läuft noch sehr, 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 sehr gut. Aber dazu, wie gesagt, mehr in meinem nächsten Real Talk Video. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.